Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder für die Internetseite PlayStation Experience. Ihr wisst Bescheid, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zur Facebook-Seite. Lasst uns ein Like da und bleibt immer auf dem aktuellen Stand rund um die PlayStation. Ja, und heute möchte ich euch mal was komplett Neues präsentieren. Die Firma Okay war so nett und hat uns ein Paket zur Verfügung gestellt, wo der ein oder andere von euch sicherlich damit was anfangen kann, egal ob Gamer, ob Streamer oder YouTuber. Ich habe hier ein paar interessante Sachen, die ich euch gerne mal heute vorstellen möchte. Wir machen also ein kleines Unboxing. Wir fangen mit den kleinen Dingen im Leben an, auf die es ankommt, ihr wisst Bescheid. Zum Beispiel hier einen HDMI-Switch, wo ihr zwischen zwei Bildschirmen hin und her schalten könnt, zum Beispiel. Dann, was mich schon länger mal interessiert hat, wir haben hier ein paar In-Ear-Kopfhörer. Gerade beim Streamen finde ich die ganz interessant. So nach einer Stunde bekommt man doch einen schweren Kopf, schwere Ohren von den großen Kopfhörern. Und da dachte ich mir, vielleicht wäre das mal eine witzige Alternative, eine gute Alternative für mich als Streamer. Dann machen wir weiter. Wir haben hier ein WLAN-Router. Ganz interessant, sogar eine Powerbank noch integriert, wo ihr euren Controller nebenher laden könnt. Ganz interessant. Bin ich gespannt. Habe ich auch noch gar nie gesehen, sowas. Dann als nächstes eine Gaming-Maus. In nächster Zeit kommen jede Menge Spiele, wo die PlayStation 4 Mäuse unterstützen wird. Und da denke ich mal, wird das ein oder andere Spiel sicherlich interessant sein für euch, wo ihr mit der Maus spielen könnt. Zur DPI kann ich hier allerdings noch nichts sagen, denn der Karton wird relativ klassisch neutral gehalten. Das heißt also für euch, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach unten, wer es noch nicht gemacht hat, abonnieren drücken und wir schauen uns dann das in den nächsten Tests gemeinsam an. Dann geht es weiter. Wir haben hier, und das eins meiner Lieblingsprodukte, auf die ich mich freue. Ihr wisst, PlayStation 3 ist nicht immer kompatibel mit der Elgato. Da braucht ihr einen HDMI-Splitter. Das Problem, viele unterstützen das nicht, die PlayStation 3 mit Elgato zu verbinden. Ich bin gespannt, ob dieses aus dem Hause Okay uns hier die Lösung bringt. Also bleibt auch hier einfach mal dran. Dann ein ganz einfaches Ladekabel. Auch hier muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt viele Anbieter auf Amazon, wo ein Kabel 1 Euro kostet. Aber ganz ehrlich, ihr wisst selber, meistens brechen dann oben am Kopf die Kabel und dann funktionieren die nicht mehr. Deswegen auch hier werden wir einen Langzeittest starten. Dann kommen wir so langsam, aber sicher zum Schluss. Hier kann ich euch eine eigene Erfahrung dazu sagen. Ich habe auch bei Amazon mal einen solchen Hub bestellt. Und wo das dann angeliefert wurde, dachte ich, das soll ein Witz sein. Das Ding war dann nachher nur 3 cm groß und hat einfach nichts gebracht. Hier merkt man schon, ja, da ist auf jeden Fall ein bisschen was Schwereres drin und eine ganz andere Hausnummer von der Größe. Hier bin ich gespannt, wie sich das Ding dann auf meinem Schreibtisch macht. Ja, und dann zu guter Letzt darf für einen Gamer natürlich ein Headset nicht fehlen. Aus dem Hause Okay, ein ganz normales Stereo-Gaming-Headset. Wir sind gespannt. 20 Euro mit Sicherheit eine interessante Alternative, sofern die Grundprinzipien eines Headsets erfüllt wird. Auch hier werden wir das Ding ganz genau beleuchten und für euch dann ein Video machen. Das heißt also, Firma Okay, erstmal vielen Dank für das tolle Paket. Wir werden uns eins nach dem anderen Stück für Stück durchnehmen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach bei den nächsten Videos wieder. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.